aus dem Nachtzug nach Mui. Wir haben jetzt hier fast 12 Stunden zugebracht. Ich da oben, sat da hier unten. Und das war eine ziemlich ruckelige Angelegenheit, aber besser als im Schlafbus. Wenn ihr also mal Schlafbus oder Schlafzug wählen müsst, Schlafzug finde ich besser. Vom Preis hier ist Schlafbus ein bisschen günstiger. Ja. Wir sind jetzt fast schon da, noch 2 Stunden glaube ich. Es gibt noch Frühstück hier. Sind wir auch schon in unserer Destination Hue. Da haben wir auch schon ein Hotel gebucht, haben es also diesmal ein bisschen einfacher als sonst. Ja. Und wir schauen jetzt gerade die Reisfelder an. Tja. Es ist leider ein bisschen falsche Zeit. Seine versprochenen 5 Kilometer voll zu kriegen, weil das Hotel ist vom Bahnhof eigentlich nur 2 Kilometer weit weg. Aber er meinte, nein, das ist 5 Kilometer weit weg, also ist er erstmal im Kreis rumgefahren. Naja. Und es regnet wieder. Ja, wir sind in Hue und dürfen noch nicht einchecken, deswegen rennen wir jetzt schon mal direkt in die Stadt. Komm mal mit. Wir sind in der Mitte der Brücke zwischen Altstadt und Neustadt. Baba. Und versuchen mal jetzt hier Richtung Zitadelle zu kommen. Dahin. Auf jeden Fall ist es hier in Hue schon mal ein bisschen aggressiver, was die Leute angeht. Du kannst eigentlich nicht weit gehen, ohne dass du angequatscht wirst. Boot fahren, Taxi fahren, Tour machen, Eintritt zahlen, Essen kommen oder dies oder das. Hotel buchen, obwohl du schon ein Hotel hast, sagen sie dir, ey, meins ist aber schöner und das ist billiger und toller und kriegst hier echt einen Rappel. Der Mann ist auch sehr mutig, fährt in den Gegenverkehr und hofft aufs Beste. Sie genauso hier. Wir sind hier mal wieder durch Zufall in eines der besten Restaurants der Stadt gekommen. Zumindest sagt jeder, dass es das beste Restaurant ist. Aber das kann man lesen auf dem Blog. Hier kann man es auch nachlesen überall. Und zufälligerweise ist gerade ein Fernsehthema mal wieder aus Ho Chi Minh, da haben die hier gerade einen Bericht über das Restaurant. Und weil es das Beste ist, jetzt hier zusammen mit der Gründerin die ursprünglichen Gerichte kochen. Und ja, so sieht es dann aus. Witzigerweise sprechen alle Deutsch. Natürlich, guten Tag und hallo. Ja, jetzt waren wir gerade essen, ganz lecker. Gibt es ein schönes Restaurant in Hue, direkt nach der Brücke. Und jetzt hat es angefangen zu regnen, wir wollten aber noch ein bisschen was sehen. Ja, was ist der beste Regenschutz, den man haben kann?
Eine MiG 21 natürlich. Habt ihr auch eine? Ich weiß nicht. Wir hatten hier einfach einmal eine rumstehen. Ja. Wir gucken jetzt ein bisschen so ein bisschen Kriegsmaterial hier an. Das steht hier natürlich überall rum, weil klar, Vietnam, USA-Krieg und dies, das. Das hat man natürlich hier überall an jeder Ecke. Und es ist sehr, sehr kalt. Es ist sehr, sehr kalt. Deswegen gehen wir ganz schnell durch. Bis jetzt will auch keiner Eintritt haben. Ja. Gucken wir mal. Also, so sieht's hier aus. Ja, Panzer hat's, Artillerie gibt's und. UIs und alles Mögliche. Alles verrostet natürlich.